Genauso wie das erste Level aus Welt 1 ist auch das erste Level aus Welt 2 wieder ein Mittelalter-Level, Chivas nennt es sich. Und auch dort wollen wir jetzt versuchen, das Platin-Relikt zu erhalten, indem wir ganz, ganz schnell durchflitzen durch das Level. Wir haben sogar hier schon Gold bekommen und deswegen konnte ich sogar gerade eben auch schon nachschauen, was man brauchte oder braucht, um Platin zu erhalten. Und ich habe schon wieder so halb vergessen. Ich glaube, es war 1.06 oder so. Na, mal gucken, werden wir schon schaffen können, vielleicht. Also nicht gleich im ersten Versuch eventuell, aber ich glaube jetzt, dass das ziemlich einfach werden dürfte. Weil diese Mittelalter-Level hier sind so die einfachsten Level, wie ich finde. Und die kann man echt ziemlich schnell schaffen. Ja, das war jetzt schon mal nicht so toll, aber die kann man ziemlich schnell abschließen. Und schwierig sind sie halt auch nicht. Die letzte Challenge war ja nicht so einfach, weil das Level da halt auch nicht so einfach war. Wieder eins von diesen Coco-Leveln, wo sie auf dem Wasser entlang surfen musste. Aber hier ist das Level an sich halt schon ziemlich easy. Und deswegen sollte es echt nicht so problematisch sein, denke ich mal. Ich habe jetzt halt leider an der einen Stelle gerade schon einen kleinen Fehler gemacht, weil ich die eine Kiste ausgelassen habe. Nein! Ja, scheiße. Und das, das sollte einem auch nicht passieren. Weil ich die eine Kiste ausgelassen habe und, weil ich da auch noch, einen anderen Fehler gemacht habe. Und jetzt gerade eben die Stampfattacke war natürlich ein noch größerer Fehler, was noch mehr Zeit gekostet hat. Leider. Also ja, ich glaube, in dem Versuch wird es nichts mehr. Es sei denn, die Zeitbegrenzung ist äußerst nett. Aber ich glaube, das können wir schon ein bisschen abschminken. Aber wir können schon mal halt ein bisschen das Level üben. Wie gesagt, ich glaube 1.06 war es. Und ja, es wird nichts mehr. Okay, ich werde mal gleich neu starten, weil ich weiß, dass es nichts ist. Aber es war schon ziemlich kurz davor, wie ihr gemerkt habt. Also wenn ich da die Stampfattacke oder halt den Bauchplatscher nicht gemacht hätte, dann hätte schon vielleicht ausgereicht, weil der hat mich bestimmt eine Sekunde oder mehr gekostet. Habe ich die übrigens mitgenommen? Ich glaube nicht, ne? Die habe ich gerade eben gar nicht gesehen, weil die da so ein bisschen versteckt war. Und das habe ich auch nicht perfekt gemacht. Ja, okay. Okay, das war jetzt auch nicht so gut. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, finde ich. Da die Kisten einzusammeln, diese drei, die da relativ hoch oben gelegen sind. Und zusätzlich aber auch noch schnell zu sein. Das ist nicht so einfach. Weil ich will halt, ernsthaft jetzt, ich will halt versuchen, die Kisten natürlich zu zerstören. Aber nicht allzu viel Zeit dazu verbringen an dem Ort. Und das ist nicht so einfach, wie gesagt. What the fuck, aber jetzt, also die linke habe ich verpasst, ja. Aber bei der mittleren habe ich ja dermaßen gewirbelt. Das war ja sowas von eindeutig. Ah, da ist wieder ein Akku-Akku übrigens. Ah, warte mal, einen Moment. Hab ich den gerade zerstört? Ich glaube nicht. Okay, das heißt, ich kann hier einen Super-Akku-Akku bekommen. Weil es gibt hier dreimal eine Akku-Akku-Kiste. Okay, und allein wenn wir das schaffen, dann dürften wir Platin haben. Weil wenn man... Okay, die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Die Todesanimation. Ich bin noch nie durch die Frösche, glaube ich, gestorben. Jetzt zum ersten Mal. Interessant auf jeden Fall. Wenn man den Super-Akku-Akku hat, ist man ja auch schneller. Und das alleine dürfte dann ausreichen, dass wir dann Platin bekommen können. Auch wenn wir zwischendurch ein paar andere Fehler machen. Und deswegen... Ja, jetzt habe ich zwar alle mitgenommen, aber ziemlich lange gebraucht. Mal gucken. Ich sollte auf jeden Fall versuchen, keinen Schaden zu nehmen. Dass wir den Super-Akku-Akku bekommen. Alter, willst du mich verarschen jetzt? Kann ich wahr sein. Und dann könnten wir Platin einfach so schon bekommen. Obwohl ich jetzt schon zurückgelaufen bin sogar, um ihn zu erhalten, was natürlich einiges an Zeit gekostet hat. Das könnte jetzt dann trotzdem funktionieren. Und ich muss dann auch nicht mehr so vorsichtig spielen. Ich kann dann einfach durch alle Gegner durchlaufen und durch alle Gefahren, wenn ich den habe. Da vorne ist er schon, genau, ja. Also ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Soll ich schnell durchrennen? Oder ist man damit so? Doch, ich glaube, man ist schon schneller als ohne. Und ich komme halt hier viel schneller durch zum Beispiel. Bam. Also ja, ist schon besser, würde ich sagen. Ja, also ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, ob es wirklich wert ist. Aber wir können halt leicht den Unterschied sehen, wenn es wieder aufhört. Ne, so viel schneller ist es doch nicht. Ich dachte, das würde einen größeren Unterschied machen. Aber es ist trotzdem egal, denn das reicht, glaube ich. Genau. Okay. Also ja, auch hier ging es eigentlich voll in Ordnung. Ich habe sogar ein paar Fehler gemacht zwischendurch. Aber immer wenn man es irgendwie schaffen kann, Super-Akku-Akku zu erhalten, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Weil dann kann man halt einfach schön in der zweiten Hälfte, wenn man den dann hat, einfach durchrennen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Man kann alle Kisten sofort mitnehmen und das geht dann wirklich in Ordnung. Gut. Und dann würde es morgen im Let's Play hier in der zweiten Welt weitergehen mit zwei weiteren Leveln. Ich weiß gar nicht auswendig, welche wir dann spielen werden. Die Reihenfolge ist ja oftmals ein bisschen komisch, aber sehen wir dann schon. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.